Was geht ab? Neuer Tag in Bangkok. Bin heute richtig motiviert, was YouTube betrifft. Habe jetzt einen neuen Editor. Und zwar der Typ, ich habe früher für ihn Beats gemacht. Ja, teilweise hat er aufgehört mit Mucke. 5 Jahre kein Kontakt. Ich schreibe mir, Bro, hat mir 15 Shorts geschickt, gell, die er gemacht hat. Ich denke mir so, Bro, okay, die sind dope. Let's work. Er sagt so, ja, okay, Sophie. Ich sage so, passt, let's get it. Jetzt arbeiten wir zusammen, you know? Also so einfach kann es sein. Hier geht. Und er hat mich easy als Kunden bekommen, weil er mir so viel Value upfront gegeben hat. Ja, er wusste genau, was meine Mission ist, wie meine Vision ist. Und ich habe ein Video hochgeladen und schickt mir direkt wieder so viele Shorts, die ich benutzen kann. Ja, das heißt, ich arbeite jetzt mit ihm, das wird geil. Und ich habe heute wirklich vollen Tag, werde zuerst in der School-Community arbeiten. Ja, werde ein paar Videos dafür fertig machen. Das erste habe ich gestern schon gemacht. Das zweite mache ich heute fertig. Und ein drittes mache ich heute auch noch. Da muss ich ein paar Airbnb-Sachen klären für Wien. Leute, das ist wieder mein Daily Order. Ein Eis Americano, 2 Espresso-Shots auf Eis. Jetzt habe ich genug Energie, um die School-Sachen zu machen. Irgendwie bin ich in Bangkok einfach noch glücklicher, habe noch mehr Energy als in Dubai. Vielleicht liegt es an der Sonne, vielleicht liegt es am Wetter. Aber irgendwie habe ich hier einfach das Gefühl, jeden Tag, dass alles möglich ist. Und du kannst alles machen in Bangkok. Ich könnte heute am Abend Fine Dining, irgendein krasses Luxusrestaurant gehen. Ich könnte in eine Rooftopper gehen, die so krass ist. Sowas hast du in Wien noch nie gesehen. Oder ich kann mega abgefuckt weggehen, wie ich es gemacht habe vor 2-3 Tagen. Genau, ich kann alles machen, jeden Tag ist alles möglich und es ist alles nicht so expensive. Deshalb finde ich diese Stadt einfach mega fucking sick. Mein Rezeptionist hat gemeint, ich kann diesen Bereich für mich haben am Abend, wenn ich möchte. Ich war so, Bro, das ist zu sick. Genau, ich sitze hier, richtig nice Beleuchtung am Abend. Plus, ich kann hier über WLAN meine eigene Musik machen. Glas Wein trinken, hier ein bisschen chillen. Das ist zu nice. Ich habe mit mir einen Deal ausgemacht, dass wenn ich wirklich von Herzen sagen kann, dass ich am Tag die ganze Arbeit gemacht habe, die ich machen muss. Ja, alles, was mir in den Kopf kam, ich habe alles fertig gemacht am Tag. Dann kann ich am Abend sowas machen wie mit einem Girl chillen, ein Glas Wein trinken oder so ein Scheiß. Und ein bisschen genießen, you know, weil wenn ich nie genieße, Bro, ich werde depressed. Ich möchte, dass einfach jeder Tag für mich sick ist. Und das ist mein optimaler Tag. Ich arbeite während dem Tag, ich baue irgendwas auf, was ich super fucking sick finde. Ich helfe Leuten, ja, und am Abend I enjoy a bit. Solange ich danach gut schlafe, denke ich, kann eigentlich jeder Tag so sein. Also, let's go, Leute. Lass die Arbeit fertig machen. Let's get it. Ich warte gerade wieder auf meine Standardbestellung. 5 Steaks oder sowas. Und ich habe gerade Videos aufgenommen für die Freedom Action Community. 2 Videos habe ich hochgeladen. Das erste Modul, Leute. Die Challenge beginnt jetzt, okay? 8-Wochen-Challenge. Jede Woche bekommt ihr ein neues Modul mit klaren Action-Steps, um wirklich das Fundament aufzubauen, auf dem ihr jedes Business aufbauen könnt. Und nach den 8 Wochen, die Person, die am meisten Progress macht, bekommt das ganze Geld von den Sign-Ups. Okay, wir werden schauen, wer am meisten Progress macht. Das heißt, helft Leuten in der Gruppe. Diese Gruppe ist dafür da, sich gegenseitig zu helfen, ja, abzuleveln, jeden Tag zusammen Progress zu machen. Ja. Also wenn ihr am Freedom Maxing interessiert seid und daran, euer Business aufzubauen, for real, ihr werdet es bereuen, wenn ihr nicht gejoint seid, wenn ihr nicht mitgemacht habt bei dieser Challenge. Das habe ich gerade bestellt, 836 Baht, das sind 21 Euro. Das checken, was du dafür bekommst in Bangkok. Also wir haben erstmal Chicken, Steak, Broccoli, Numero Uno, Steak, Numero Due und dann hier nochmal Chicken, Numero 3, you know? Ist ein gutes Mittagessen, come on. Also Leute, habe wirklich heute die ganze Arbeit fertig gebracht. Proud of myself. Geh zu 7-Eleven, hol mir einen Kraten Deng, hol mir ein Wasser, geh ins Gym, Schultern, Triceps. Ich bin hier wieder regelmäßig auf Gym, weil ich liebe dieses Gym einfach. Es ist einfach nice, dorthin zu gehen. Es ist immer ein nicer Vibe. Und yeah, let's go. Angekommen im Gym. Das Ding ist, Leute, mit diesem Moped rumzufahren macht so viel Spaß. Ich habe manchmal echt Bock, ihm zu sagen, Bro, another round. Das ist einfach funny, Digga. Das ist wirklich eine der besten Sachen, die es hier gibt und sonst fast nirgends auf der Welt. Gibt es nicht in Dubai, gibt es nicht in Miami, gibt es nicht in Wien. In keinem von diesen Städten gibt es so dieses Grab Moped Taxi. Außerdem ist es der billigste Weg, um herumzukommen. Die Fahrt etwa circa 10 Minuten, 7 Minuten, hat 1 Euro gekostet. Das ist crazy. Jedes Mal vor dem Gym hole ich mir dieses Getränk hier, Kratin Deng. Und ihr denkt euch wahrscheinlich, ah, dieses Logo sieht so ähnlich aus wie Red Bull. Und ich erkläre euch, warum. Didi Mateschitz, der Typ, der Red Bull gemacht hat, er war in Thailand. Er hat gesehen, dass die Minenarbeiter hier dieses Getränk trinken und sie arbeiten krass, sind die ganze Zeit on go. Und er war so, okay,
das ist krass, ich muss das nach Europa bringen. Und dann hat der Red Bull gemacht, das schmeckt so ähnlich wie das, schmeckt eigentlich gleich, aber Red Bull hat Kohlensäure. Das ist eher ein bisschen so wie ein Gesundheitsgetränk schmeckt das. Er hat es nach Europa gebracht, hat einfach nur Marketing gemacht, ja. Er hat das einfach, ich glaub, er hat 50% und die Thai-Leute haben 50% und er hat Marketing einfach komplett durchgespielt, hat das Getränk weltweit bekannt gemacht und die hier sind auch hella rich geworden dadurch. Ja. So sehe ich jetzt gerade aus, Leute. Hab schon einiges an Progress gemacht, seit Dubai auf jeden Fall. Irgendwie habe ich hier mehr Bock, Gym zu gehen. Ich liebe dieses Gym hier, ist direkt bei mir in der Nähe. Kann danach immer was Stabiles essen, bisschen chillen. Also ich denke, in Bangkok werde ich heavy Progress machen, was Gym betrifft, weil hier auch das Essen so billig ist. Ja, ich habe diese 5 Steaks, 20 Euro, nicht so schlimm, schlinge ich runter. Heute habe ich ein bisschen Zeit verbracht und habe einfach meine Instagram-Story-Highlights angeschaut der letzten 3 Monate, ja, wo ich angekommen bin in Bangkok, am Phuket, Dubai und so. Und ich denke mir, Bro, wenn das jemand guckt, das muss doch so crazy sein. Also, es sieht einfach so sick aus, genau. Und selbst wenn ich daran zurückdenke, denke mir, es ist so crazy, so vor einem Jahr, ich hätte wirklich geträumt, dass mein Leben jetzt so ist, dass ich einfach die ganze Zeit sein kann, wo ich will, jeden Tag Gym gehen, leben, wo ich will, das beste Setup haben. Ich verstehe echt nicht, wie Leute das sehen können, jeden Tag. Sie gucken Story an, Story an, Story an. Und sie stecken nicht ihre ganze Energie da rein, auch diesen Freedom zu bekommen, sich irgendwas aufzubauen, damit sie auch machen können, was für Fix sie wollen jeden Tag. Ich weiß noch, ich habe genau die gleichen Sachen angeschaut vor circa einem Jahr. Immer diese Digital Nomad Vlogs und ich dachte, irgendwann mache ich diese Scheiße auch. Irgendwann bin ich endlich weg aus Wien, Digga. Und ich schwöre, wenn du nicht ein grüner Weder bist, ein extrem links, kommunistisch oder sowas, dann macht es überhaupt keinen Sinn, in Wien zu leben und 9-to-5 zu leben, Bro. Ich verstehe das wirklich nicht, warum irgendwelche Leute das verteidigen. Jeder sollte aufhören damit. Kommt hierher, kommt nach Dubai, kommt in irgendeine andere Stadt. Es ist wirklich, trust me Leute, es wird wirklich die beste Entscheidung sein, die ihr macht in eurem Leben. Ich rede oft mit Leuten aus Wien, Bro, und verpasse ich irgendwas cool? Nein, Digga, es ist alles wie immer. Also Leute, come on. Und auf jeden Fall weitermachen mit dieser Steak-Diät, Leute. Ich denke mir, der beste Weg, um zu balken, ohne Fett zu nehmen, ist einfach nur Fleisch zu essen. Fleisch und Eier, und das mache ich jetzt einfach die ganze Zeit. Bisschen Pommes, okay. Aber Leute sagen mir so, ja, du musst mehr essen, um zu balken. Ich denke mir, Bro, ich bin eigentlich so zufrieden. Ich bin einfach zufrieden, wenn ich ganz wenig Muskel zunehme und kein Fett und relativ lean bleibe. Ich bin jetzt nicht besonders lean, aber dann irgendwann, wenn ich mehr gebulkt habe, kann ich einen Cut machen. Das ist wirklich das Niceste an diesem Gym hier. Nach dem Trainieren einfach hier Shake holen, bisschen entspannen, nach Hause fahren mit dem Moped, lustige Fahrt haben. Hat wirklich einen Grund, warum Bangkok in meiner Situation gerade wirklich die Lieblingsstadt ist. Wenn ich so 10-mal so viel Cash machen würde, wie ich gerade mache, ist, glaube ich, Dubai noch besser. Aber davor, bevor du 100k more machst, stay here, Bro. Also Leute, ich habe gerade noch meinen Kollegen getroffen. Er ist eine Stunde zu spät gekommen ins Gym. Aber wir müssen uns eben noch ausmachen, was die Bestrafung ist. Sollte einer von uns die Challenge nicht schaffen, jeden Tag ein Video auf YouTube zu posten, dieses Monat. Und ich denke mir, die Challenge ist eigentlich easy, weil selbst wenn ich keinen krassen Tag habe, ich kann einfach irgend so ein Real Talk Video machen. Und ich denke, diese Videos sind auch ganz gut. Plus ich übe dann frei sprechen, was gut ist. Leute, hört ihr diese Geräusche? Ich habe jetzt hier nochmal diese Rain, Music, Jungle, Sounds angemacht, weil ich war in der Sauna, habe meditiert. It is nice to have a sauna in the apartment where you can play your own music, you know, it is kind of cool, and the gym. Und ja, über was ich noch reden wollte ist, Leute, die Freedom Maxing Community hat jetzt das erste Modul online. Ja, ich habe ein Modul aufgenommen, denn das erste Video vom Kurs, 30 Minuten, wo ich über die wichtigsten Sachen rede, die Mindset betreffen. Ja, wie du dein Mindset designst, wie du die richtigen Beliefs installierst, ja, wie du richtig Goals setzt, etc. Ja. Und dieses Video ist jetzt online in der Freedom Maxing Community, also kommt in die Community, checkt das Video aus und es gibt dann ein paar Action Steps. Okay? Das heißt, schreibt wirklich eure Situation auf und die Situation, die ihr haben möchtet, in 8 Wochen. Das Ding ist, Leute, 8 Wochen lang geht die Challenge, ja, und 8 Wochen, Leute, sind genug, um zum Beispiel das erste Airbnb zu bekommen oder den ersten Kunden für SMMA oder das erste OF-Model oder was auch immer ihr machen möchtet. Ne? 8 Wochen sind mehr als genug. Und in diesen 8 Wochen, wenn ihr euch zusammenreißt, könnt ihr richtig zerlegen. Und das Ding ist, die Person, die am meisten Progress machen wird,
Die wird das ganze Geld von den Sign-ups bekommen, aber es werden mindestens 500 Euro sein. Okay? Das heißt, Leute, wenn das nicht für euch Motivation genug ist, dann weiß ich auch nicht, Leute. Zieht wirklich durch jetzt 8 Wochen, postet euren Progress jeden Tag. Zieht ihr die Sachen durch, ja? Postet auch, welche Sachen ihr täglich machen möchtet, um euer Goal zu erreichen. You know? Vielleicht müsst ihr jeden Tag Outreach machen, vielleicht müsst ihr jeden Tag um 6 Uhr aufstehen und zeigt auch, dass ihr wirklich jeden Tag die Sachen macht. Du das vielleicht auf Telegram dokumentieren und hilft jeden Tag auch anderen Leuten. Es soll eine Supportgruppe sein. Weil das Ding ist, dass ich gestartet habe, ich habe mich komplett abgekapselt von meinem alten Freundeskreis, weil natürlich, der hat meine guten Habits nicht gefördert, sondern nur die schlechten. Und um Habits geht es auch im nächsten Video, ja. Und deshalb habe ich mich abgekapselt. Ich war alleine. Ja? Und es ist viel geiler, wenn man Leute um sich herum hat, die einem helfen. Ja? Die vielleicht schon ein bisschen weiter sind in einem Bereich und sagen können, Bro, mach so oder so, mach so oder so. Ja? Ich kann dir hier helfen, ich habe das gleiche Problem, ich habe es so überwunden, etc. Ja? Also Leute, ich möchte wirklich, dass die nächsten 8 Wochen für sehr viele von euch extrem transformativ sind und dass ihr irgendwann darauf zurückschaut und euch denkt, scheiße, das war so stabil, dass ich damals durchgezogen habe, you know? So wie ich zurückschaue, auch vor 1,5 Jahren, als ich genau diese Scheiße gemacht habe, oder auch vor einem Jahr. Ich war auch um 6 Uhr wach, jeden Tag, habe meinen Outreach gemacht, habe meinen Bullshit gemacht, bin nicht weggegangen. Ja? Also Leute, Freedom Maxing 2024, let's fucking get it.